Mobiles Arbeiten, Homeoffice oder einfach das neue Jetzt. Was auf uns noch alles zukommt, ist unklar. Erstmal weiter im Lockdown-Light. Dabei ist man früher zumindest mal ein paar Meter gegangen. Zum Auto, ins Büro, zur Kantine. Wichtige Bewegungsmöglichkeiten für viele Schreibtischtäter. Die Wege fallen jetzt weg. Und das kann sich schnell bemerkbar machen. Fitnessstudios haben auch zu. Und abends zu Hause kann man sich meistens auch nicht aufraffen. Mit diesem Gehband, ich nenne es nicht Laufband, kann man bei der Arbeit, beim Telefonieren oder bei der Videokonferenz sich ganz einfach nebenbei fit halten. Das Gehband kann Geschwindigkeiten von 1 km/h bis zu 6 km/h. Dabei reichen 1 oder 1,5 vollkommen aus. Und dabei kann man auch ohne Probleme schreiben oder andere Tätigkeiten nebenbei machen. Das langsame Gehen nebenbei bekommt man gar nicht mit. Und am Ende ist es sehr effektiv, da man bei einer Stunde Konferenz ja auch eine ganze Stunde gegangen ist. Das Display eines Gerätes zeigt einem dabei immer wieder wechselnd die Geschwindigkeit, Dauer, Strecke und Kalorien an. Einige Bewertungen haben die Klebestelle als störend empfunden. Man merkt sie aber beim Gehen nicht. Und darauf kommt es ja an. Zum Aufbau kann ich gar nichts zeigen. Es kommt fix und fertig an. Mit dabei ist diese Infrarotfernbedienung. Dort kann man an- und ausmachen und die Geschwindigkeit regeln. Infrarot heißt aber direkt auf das Gerät zeigen. Sonst geht es nicht. Mit einer Handschlaufe lässt sie sich sichern. Ansonsten mit dabei ein bisschen Werkzeug und Öl, um den Gurt nachzustellen. Das ist auch alles beschrieben in der Anleitung, die aber leider nur auf Englisch ist. Für mich kein Problem, aber ist trotzdem nicht nett, da keine Deutsche beizupacken. Startet man das Gehband über die Fernbedienung, kommt ein Countdown und los geht's. Anders als Laufbänder hat dieses Gerät keine Stangen oder Notaus. Bei dem Tempo auch nicht zwingend nötig. Und man könnte es auch ohne Schreibtisch sicher nutzen. Alles über 1,5 km/h ist für mich nicht mehr zum parallelen Arbeiten gedacht. Und die 6 km/h sind schon echt flott. Es ist zwar noch ein Gehtempo und nicht Joggen, aber es treibt den Puls schon mächtig an. Zahlen, Daten, Fakten. Man kann das Gerät so hochkant wegstellen. Die Maße also entsprechend auch umdenken. Es steht so sehr stabil und fällt nicht von alleine um, wenn mal Zugluft ist. Es sind auch Rollen dran, was super ist. Irgendwer hatte geschrieben, dass die Gurtfläche zu klein ist. Ich bin 1,87 und zwischen 80 und 90 Kilo schwer. Ja, es ist kein Laufband,
Aber zum Gehen hat man, glaube ich, auch gut gesehen, dass meine Füße keine Probleme haben. Also zum Mitschreiben, hier die harten Fakten. Das Gehband hat auch eine App, die mich überhaupt nicht überzeugen konnte. Da wäre zuerst die Zwangsanmeldung, ganz ohne Notwendigkeit, da über Bluetooth kommuniziert wird. Und auch wenn man sich via Apple anmeldet, fragen die gleich die ganze Lebensgeschichte ab. Sogar ein Foto ist Pflicht und es lässt sich nicht überspringen. Und am Ende ist die App schlecht ins Englische übersetzt und hat noch chinesische Schriftzeichen drin. Andere Sprachen stehen sowieso nicht zur Auswahl. Ein bisschen mit dem Apple Health Center kann sie sich austauschen, aber die Apple Watch ist auch schon wieder außen vor. Das Einzige, das diese App am Ende macht, ist nach bestimmter Zeit die Geschwindigkeit zu ändern. Und das bekomme ich auch noch ganz alleine hin. Daher mein Rat, Gehband ist cool, gerade jetzt in der dunklen Lockdown-Zeit, und die App einfach weglassen.